Hallo, willkommen zu einem neuen CH-Replay. Ist wieder soweit. Als AFK. Du hast den Replay, okay. Genau, ich bin bei Gamer Replays immer weiter unterwegs, immer wieder, ne? Guck da, auch wenn ich keine Caste mehr in letzter Zeit CHs, bin ich tatsächlich regelmäßig da unterwegs und gucke, ob ich da schöne Replays finde, die irgendwie rausstechen. Und das hier wird in den Kommentaren tatsächlich gehandelt, als ob das das beste Spiel wäre, was es je auf Langree gegeben hat. Ich habe schon eine Menge Sachen auf Langree gesehen, gute und Sachen, die ich bereut habe anzugucken. Und ich bin mal gespannt. Das soll auf jeden Fall eines der besten sein, was jemals auf Langree gab. Muss man mal reingucken. Revo, einer der besten PE-Spieler, der beste vielleicht sogar, sagt der eine oder andere. Wenn das der ist, an den ich gerade denke, der das ist. Hier drüben, Song konnte ich nicht finden, der sagt mir auch nichts. Kann aber sein, dass es einfach ein Smurf-Account-Name ist. So wie die reden, das macht er ja nebenbei auch noch. Ist es auf jeden Fall ein Top-Spieler. Das ist so ein Markenzeichen von den Leuten, dass sie am Anfang chatten, chatten, chatten. Genau. Ja, schauen wir uns das einfach mal an. Aktueller Patch natürlich, ne? Kann man gleich noch dazu sagen, weil ich auch den anderen Patch eine Zeit lang behandelt habe, aber ich bleibe jetzt nur noch im aktuellen. Panzerelite, schauen wir mal, was er anstellt. Ganz beliebt beim Turnier war ja auch Airborne gegen Panzerelite zu spielen. Ja, ein anderer sagt ja, Panzerelite ist gar nicht so stark im 1 gegen 1. Und Wehrmacht gewinnt ja alle Spiele mit Defense, erinnert euch, mit der 8-8er. Was die Statistik auch bei den Top-Spielen nicht hergegeben hat, in keinster Weise tatsächlich. In jedem Fall ist das jetzt Panzerelite. Die Frage, ob es halt ein wichtiges Spiel für ihn war oder ob er auch denkt, dass Panzerelite eine Chance hat und eben nicht nur Wehrmacht sein muss. Haus wird gesichert. Tun es irgendwie leise. Vielleicht lese ich noch mal ein. War wieder Windows-Update gestern. Man weiß nie bei Windows-Update. Der kann aber nach Hause gehen, glaube ich. Ja, da hätte er vielleicht ein bisschen früher gehen können, der Herr. Kettenkrat kam, hätte dann ausgeholfen beim Fight. Der Pew hat dann ein bisschen gefehlt an der Front. Und der Rifle ist AFK, der traut sich jetzt nicht darunter, möchte nicht erwischt werden. Hat auf den Jeep nur gewartet und jetzt kommt die große Offensive, okay. Genau. Generell keine schlechte Sache, so ein Jeep, ne? Kann man schön aus der Deckung pushen, wenn man es denn dann auch machen würde. Und ein bisschen Schaden gibt es auch noch dabei. Wenn ich in eigene Wand pushen, wenn es geht. Kettenkrat macht das gleiche Spielchen, also geben sich da beide, glaube ich, nichts. Ob der G43 jetzt unangefochten hier ballern lassen muss, das weiß ich nicht. Er hat halt den gepusht, der kein Gewehr hatte. Eventuell wäre das andersrum besser gewesen. Da kommt jemand, der sterben will. Jetzt G43, go, go! Ja, kommt er wegen dem Jeep nicht dran wahrscheinlich, ne? Ja, das reinste Chaos hier, Mann. Die hatten Spaß, die freuen sich. Nice. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, wer gewonnen hat am Schluss. Also irgendwie haben beide ihre Jungs zurückgezogen. Im Moment ist aber tatsächlich so, dass der da oben, nee, noch nicht mal, der hat ja nur diesen einen Punkt gehabt, ne? Ja, dann hat der hier unten, der Amerikaner, halt die ganze Zeit den Zehner im Mund gehabt, wegen der PLA gar nichts hatte. Also und da war das vielleicht ein Sieg für den Amerikaner eher. Er hat halt auch keine Einheiten gefuckt, ne? Er hat auch zwei Kills. Jetzt wird natürlich das Kettenkrat ein bisschen gejagt. Er sieht schon so ein bisschen blobby aus, ne? Das wird sicher Airborne dann als Antwort. Ja, Jeeps sind halt wirklich so ein bisschen das Schlimmste, was in PELA, glaube ich, passieren kann. Man kann sogar mit Jeeps, wenn man genug hat, auch Armored Cars down bringen. Aber gerade im Early Game sind die sehr fies und die kontern halt diese ganze Kettenkrat-Geschichte auch irgendwo. Wenn der Kettenkrat auf der Bildschirmhälfte der Map kappt irgendwo, aber meinetwegen auch schon hier, aber da drüben ist noch schlimmer und dann kommt der Jeep, ne? Das ist schon sehr ungesund. Ich meine, Jeep kostet natürlich auch, ne? 80 Punkte mehr als ein Kettenkrat. Trotzdem. Kettenkräter sollten nochmal eine extra Panzerung gegen Jeeps wahrscheinlich bekommen, aber wird natürlich nie wieder gepatcht. So, ja, ansonsten, Map Control ist sehr gut für den Amerikaner, also wirklich extrem gut. Ich meine, der PLA hat ja da oben so gut wie gar nichts. Das ist überhaupt nicht angenehm für ihn. Hat einen Siegpunkt geholt, was ein bisschen komisch ist für PE, hätte ich gedacht. Gerade wenn man vielleicht davon ausgehen kann, dass der auch Dings macht hier, ne? Airbomb mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ist ja, wie gesagt, sehr beliebt gegen PE auch. Dann geht man ja, wenn man ins Late Game geht, ne? Ist es nicht so schlimm und von daher ist diese Siegpunktgeschichte auch nicht so wichtig. Infanterie, möchte also den Druck weiter erhöhen. Ist tatsächlich nicht die größte Überraschung jetzt, ne? Einfach weil er schon die ganze Zeit aggressiv spielt.
Und er hat ja auch mindestens 4 Squads, ne? 3 waren die ganze Zeit am Kämpfen und 1 war ja am Bauen gewesen. Auch wenn er das vielleicht nicht gesehen hat, der Amerikaner, kann er da schon von ausgehen, dass er nicht mit 3 Squads kämpft und dann keinen 4. baut, um irgendwas zu machen. Ne? Hat ja auch kein 2. Ketten gesehen. Also vom 4. auf dem Bau konnte er eigentlich sicher auch wieder ausgehen. So, Wett 1. Ja, kommt da nochmal irgendwas da unten? Sticky. Dann kann er halt nicht mehr schubsen, ne, mit dem Ding. Naja, es wird euch die ganze Zeit reinforced und alles, ne? Man muss trotzdem mal die Reparatur gucken, also so eine Sticky wird sein Ende. Und das kann er sich, glaube ich, nicht erlauben, das einfach abzugeben. Ist das ein neues Ketten? Nee. Luftwaffe gegangen. Da geht es um die Reparatur hauptsächlich. Auch eine sehr beliebte Geschichte. Die mögen halt alle diese falsche Mehr, glaube ich. Dann geben sie keine extra Waffe aus, damit die halt ab und an im Feuerduell unsichtbar bleiben. Bin aber nicht sicher, ob das wirklich das Allerstärkste der Welt ist. Und er hat ja auch nicht so viele Fahrzeuge. Im Grunde genommen nur eins, was er aktiv reparieren könnte. Also was jetzt auch jetzt hier, ne, der Trupp unbedingt sein muss. Der kostet ja auch Geld, der nimmt an den Kämpfen hier förmlich gar nicht teil. Ne? Kappen tut er auch nicht damit gerade. Also ich weiß noch nicht, ob das wirklich sein muss. Und die anderen reparieren ja auch ein bisschen. Ist halt Early Game Push, ne? Von daher hat man da schon was, aber ich würde immer die Frage stellen, ob es da nicht bessere Dinge gibt. Wenn der Tankdog geht zum Beispiel, kann das Kettengrad halt reparieren. Wenn es nur wegen der Reparatur geht, dann tut das Kettengrad den sowieso outperformen. Also Advanced-Reparatur haben die, glaube ich, beide, aber den müsst ihr ja noch bezahlen extra. Das Kettengrad habt ihr ja eh. Und wenn ihr noch ein zweites holt, dann habt ihr ja noch mehr Reparatur und könnt auch kappen. Kappen gibt es immer genug und auch mal pushen. Also ich finde halt diese... Fühlst du, ja? Sieht nicht so aus. Hat Angst um Schirm. Also was ich sagen will, ist halt, wenn man Luftwaffe fürs Early Game macht und gerade auch, wenn man eben eine Reparatur haben will, dann ist man in vielen Fällen mit einer Tank-Dog einfach besser belegt. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Und wenn das jetzt wirklich ein T4 wird, wie ihr gerade vermutet, dann wäre mit Tankdog eh besser dabei, ne? Eine Tellermine und einen Hetzer holen und so weiter. Also das wäre halt in jeder Hinsicht dann auch besser gewesen. Da kriegt aus der Luftwaffe gar nichts raus. Also Henschel kann er ja vergessen, ja. Das wird ja nichts, dass die ausreichend fertig ist für den ersten Schirm. Und da bin ich Luftwaffe nie überzeugt. Aber ich war auch nie überzeugt von der, wisst schon, Defense Dog und der 8-8er, die alle spielen. Und da habe ich immer andere Meinungen offensichtlich. Ja, der Amerikaner hat wirklich alles, was er braucht. Ne? Das ist eine super Welt für ihn. Wenn da jetzt ein AT-HT kommt, da kommt kein T4, dann Problem. Wenn er ein AT-HT baut, kommt ein T4, dann vielleicht trotzdem ein Problem. Aber. Geil. Es gibt auch einen Rückwärtsgang bei den Dingern. Ja, der Amerikaner hat wirklich sehr gute Map-Control. Der Jeep ist irgendwann mal gestorben, ist das gar nicht aufgefallen. Was ja angenehm wäre, ne, um sowas zu jagen. Luftwaffeneinheit. Direkt angetippt. Da sieht man daran, dass der Streifen dann sofort runtergeht. Ich persönlich finde ja diese Flaggen hier viel, viel schöner als was PCO 2 und 3 bisher zeigen, ne? Wo die diese komischen Kreise drumherum haben. Ich finde das total hässlich. Die ganze Map ist voller Kreise, die bunt sind. Wenn man ja daran erinnert wird, dass es auch ein Spiel ist. Klar sieht man hier auch mal ein Symbol, ne? Aber ist ja nicht ganz so penetrant wie ein dummer Kreis. Ich finde die Maps werden auch viel offener dadurch, dass man halt nicht nur im Kreis stehen will die ganze Zeit, ne? Hier nutzt man halt das ganze Gelände eher. Kann man immer wieder mal kappen, aber man stellt ja nicht die ganze Armee in den Kreis. Sobald es einen Kreis gibt, stellt ja auch die ganze Armee in den Kreis. Und dadurch werden die Maps einfach gefühlt kleiner. Also ich finde die Kreisidee eine sehr, sehr schlechte Designentscheidung. Absolut miserabel. Naja, das ist ein AT-HT, ne? Aber ne? XT4. Man wird sogar die Bar. Und der WLA hat ja schon zu wenig Druck auf der Map. Ne? Das hat auch noch eine Einheit, die er im Grunde noch nicht gebrauchen kann. Also klar, der macht jetzt einen gezielten Schuss an, sonst hätte er nicht 3 Kills. Aber so toll ist das jetzt auch nicht. Obwohl der Amerikaner mehr Boden verliert, ne? Den Cut-Off 4 bekommen, sind alle Ressourcen weg auf der rechten Seite. Und links hat das Kettengrad halt einfach eben durchgekappt, ne? Und dieser Fußtrupp da.
Obwohl ich immer noch glaube, ein zweites Kettenrad hätte es massiv schneller gemacht und preiswerter und früher und mehr repariert. Ihr seht schon, wäre überall besser gewesen und hätte potenziell einen Schirm kauen dann können, weswegen jetzt kein ATHT umsonst auf dem Feld hätte und ein T4 nicht hätte umsonst bauen müssen, wenn er den nicht benutzen will. Das ist eine riesen Tabelle dran, warum Luftwaffe die falsche Entscheidung gewesen war im Early Game. Aber ich sag das so, Revo, wie gesagt, wird ja eigentlich gehandelt als der beste PE-Spieler der Welt und zumindest einer der besten. Von daher nimmt das, was ich sage, mit Vorsicht. Aber ich habe wenigstens Argumente dafür. Ja, sonst immer noch ganz still hier. Vielleicht mal doch reparieren, dafür ist er ja da. Vielleicht nicht im Flammenwerfer, ist eine gute Idee, ja. Also im Moment ist es ein bisschen komisch, dass der halt wirklich so ruhige Kugel macht. Die Bar hat er auch abgebrochen. Ich weiß nicht genau, was er machen will. Er hat ja eigentlich genug Ressourcen gehabt und alles. Das ist ja hier auch voll. Also er könnte machen, was er wollte. Er könnte eine Bar machen, er könnte eine T3 machen, könnte 4 machen, er könnte M8 halt holen, er könnte Schirm holen. Und tatsächlich hat er jetzt Infanteristen ohne viele Upgrades, die hier rumlaufen. So ganz verstehe ich das nicht. Vielleicht hätte er eine Granate, das wäre jetzt total episch, ne? Auf die erste Granate fallen viele rein. Aber jetzt ohne Upgrades einfach gerade drauf zulaufen und sich einen Fuck zu holen. Ja, der ist tot. Keine Ahnung, was er gerade da macht. Also, er hat jetzt 3 Grenzfrontal gecharged und hat auch gewartet, dass der Minesweeper poppt. What the hell? Und der nächste Fuck. Was passiert da gerade? Also ganz habe ich den Angriff jetzt nicht verstanden. Und warum hat er auf alle Upgrades verzichtet? Warum hat er die Bar abgebrochen? Warum hat er keine Granate mitgenommen? Ich weiß, Granaten sind auch verpönt. Trotzdem, warum, 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 warum? Also ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat. Klar, da wird 2 bekommen, aber jetzt hat er 2 Fuchs kassiert. Ne? Ein Weifel und einen Pio. Und dem hat er auch noch ein Upgrade vorher vergeben. Also, das war nicht vielleicht das Grüne vom Ei. Ne, warte, das Gelbe vom Ei. Also das war auf jeden Fall nicht so, wie es sein sollte. Ich verstehe das noch nicht mit der ganzen Strategie, die da unten fährt. Du hast 3 Einheiten, alles andere wurde gefuckt. Hm, okay. Ja, vielleicht hättest du mal irgendein Upgrade gespielt. Kinders! Ist er auch Airborne gegangen, okay? Na, ich weiß mal nicht. Ist doch Engine. Oder jetzt vom anderen Fahrzeug, vom ATHT? Wahrscheinlich das meint er. Da sind die Motorklappen noch auf. Da ist er doch, siehst du? Ah, nee, ist kein Endenschaden, war nur eine Mine geholt. Ja, Airborne-Doktrin, war das jetzt die richtige Wahl? Hm. Also warum, frage ich mich halt, ne? Das ist halt eine Doktrin, da könnt ihr zum Beispiel Treibstoffarmen mitspielen. Also ihr könnt ja nicht den 3 zum Beispiel überspringen, ne? AT könnt ihr halt ohne weitere Probleme einfach holen und braucht er das alles? Weil er hat ja eigentlich die Ressourcen noch hier. Treibstoff stapelt er ja. Er hat noch nicht mal hier unten ein Supply-Yard-Upgrade. Also spielt er da gerade wirklich die richtige Strategie? Ich bin doch sehr überrascht, was das werden soll. Hat das geholt wegen dem Strafing-Run? Naja, so episch Mund hat er jetzt auch nicht. Und selbst davon abgesehen, hätte er nicht einfach einen Sniper holen können? Wow, hast du einen zweiten geholt? Warum? Also einen zur Reparatur fand ich ja schon, ne? Wie gesagt, wenn man das nicht machen will, anders, okay. Obwohl die Grenzen das wieder auch ein bisschen machen können. Auch wenn die es langsam machen, kann man ja halt tacken dann sonst. Aber die, den zweiten jetzt? Also wie viel Reparatur will er denn mit dem ATHT und im Infanterie-Half-Track haben? Also der Gegner hat ja förmlich nichts mehr, ja? Was will er denn da wegreparieren? Keine Ahnung, welchen Schäden der da denkt mit den zwei Truppen, wofür der zweite gut sein soll. Stell dir mal vor, jetzt ein zweites Kettenkran wird spazieren fahren zum Kappen, wie geil das wäre. Der Amerikaner muss auf jeden Fall seine Armee neu aufbauen. Doing so much damage. Hast du was genommen? Das waren gerade 2 Squads und die haben einen Mann hier vorne oder 2 getötet, die genau davor standen vor den 10 Gewehren. Das war doch nicht viel Schaden. Die stand halt auch nicht gut, der eine Weifel. Die leben in einer anderen Welt. Also viel Schaden sieht anders aus. So, die Rifles, die jetzt nachgebaut hat, die beiden mit Wett 0, ne? Wobei jetzt nur einer der nachgebaut hat. Ne, sind 2, ne? Beide Wett 0. Das ist natürlich ein Riesendrama für ihn. Jetzt geht der T3. Ich wollte gerade sagen, verarschst du mich eigentlich? Also du hast ja schon die Überbrückungsdoktrin. Upgrade hat er, glaube ich, 1 gespielt, oder? Ich sehe das in der Grafik nie. Ich glaube, das ist 1, ne? Und dann kann er noch ein zweites spielen. Das kostet zu viel. Aber er braucht das ja eigentlich gar nicht, weil er keine Soldaten mehr hat. Das tut dir nur Unterhalt sparen. Jetzt kommt die Bar, ohne Truppen zu haben.
Indecision. Ja, ein T4 wäre episch gewesen, ne? Da war nur ein AT-HT auf dem Feld und er hätte ja locker zwei Schirmen oder sowas rausbekommen oder M10s, eine Schirmmix oder was er haben will. Also, T4 hätte sicher funktioniert. Obwohl der Gegner es halt erwartet hat, aber er hat sich ja gegen Tankblock entschieden dann, weil T4 tut man am besten mit Infanterie-Countern oder so, denkt er sich wohl. Wie gesagt, er kennt sich ja da aus, aber ich glaube schon, dass so ein Schirm mit M10 zusammen ein gigantisches Problem für ihn gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Es kommt ein sehr, sehr später Marder. Er denkt immer noch, da kommt ein T4. Kannst du nicht mal wieder andere Menschen auf dem Kettenkart kurz an die Base fahren? Ist das ein Riesenumweg? Ich meine, das Kettenkart ist doch vor Ort. Ja, da fährt man kurz da vorne hin, ja, guckt, was für ein Tech da ist, dann sieht man, oh, Marder hätte ich nicht gebraucht. Weil er hat jetzt ein AT-HT und einen Marder, die er beide nicht braucht, ne? Also das Kettenkart hätte er sicher mal kurz rüberfahren können, das wäre kein Riesendrama gewesen. Man sieht von hier halt eigentlich genug, ne, dass man sagen kann, was man haben will. Also muss man da unten gleichzeitig gucken, dann könnte der T4 auch hier stehen, aber ne, wenn man halt da und da guckt, hier, dann sieht man es eigentlich. Einfach mal kurz vorbeifahren. Was mich wieder zurückbringt zu dem Punkt. Ein zweites Kettenkart hätte da halt diese Aufgabe erfüllt. Hast du mal jetzt wirklich gut in die Base einzureißen? War das die Idee vielleicht? Okay. Unsichtbar. Hätte nicht so viel Truppen verloren, hätte wahrscheinlich schon länger langst auch ein Dings da gemacht. WSC für den Sniper. Ja, die Barracks kaputt, ist natürlich ärgerlich, weil er nur drei Rifle hatte, will er schon gerne einen vierten haben. Und so wie er spielt, muss er auch mal einen nachbauen. Ah, da kommt die Nachbaulösung. das mit der Base kannst du aber nicht ignorieren, ne? Also der Marder schießt dir gerade die Base zu Bruch. Da muss er schon was machen. Ich meine, er hat doch hier Strafing Run parat. Da muss er doch jetzt nur mit allen Rifles runterlaufen. Wo die Infanteristen sind, mal kurz einen Strafing Run drüberlegen. Jetzt nicht unbedingt über die, die zu töten bringt ja nichts. Wobei die stehen gerade doch nicht so schlecht, sind auch eine Menge grenzfrei. Genau, da mal einen Strafing Run ranziehen. Reinlaufen, hat ja Stickies, ne? Strafing Run, zieh doch mal den dreckigen Strafing Run. Ich meine, das ist genug Sicht für den Strafing Run, wenn man nur hoch von oben nach unten zieht. Na, ist er doch, geht doch. So, jetzt sind die alle tot, jetzt geht er rein, jetzt holt er sich für alle Wert 3, oder so ähnlich. Ja, die werden jetzt alle gefuckt, dann kommen jetzt hier die zwei Doppelstickies ran. Hast du gehört, da kommen jetzt die Doppelstickies dran. Schmeiß zumindest eine Sticky. Junge, schmeiß doch eine Sticky. Warum will er die denn nicht töten? Die sind doch nicht auf Cooldown, die haben noch nichts gemacht gerade. Und die Mund ist da. Warum schmeißt er denn keine Sticky? Eine einzige Sticky, mein lieber Herr. Warum schmeißt er denn nicht die Sticky? Warum denn nicht? Also man kann auch Mund an der falschen Stelle sparen, ne? Da schmeißt du mindestens drei Stickies auf den Marder jetzt. Die Base ist gleich weg. Ich weiß halt nicht so ganz, was der da macht mit seinen Stickies. Er werden zumindest hier gesammelt von dem Ding, ne? Kriegt ja gleich wieder was zurück. Aber das ist trotzdem nicht angenehm hier unten, also okay, das hat der Flammenwerfer-Fuck, jetzt kommt der Rifle-Fuck. Ist aber eh wert 0 Rifles, glaube ich. Also ob der stirbt, ist auch fast schon egal. Jetzt werden der Airmons abgeschmissen. Warum? Hast du denn nicht die Sticky genommen oder die Bug meinetwegen? Ist sicher nice, aber den muss man auch beschützen ein Stück weit. Ne, da sind ja Grenzen drin, da kann ja auch jederzeit aufsteigen, wenn er hinter das MG geht, hier zum Beispiel. Oder einfach ignorieren, dass er MG auf ihn schießt, je nachdem, wer es machen will. Ah, er hat doch mal eine Sticky geworfen. Jetzt gehen die aber fliegen, da muss man wieder aufsteigen, das verliert manchmal Leute. Egal, die Pack hat er. Die Doppelmarder räumen das Headquarter weg. Ist natürlich für Airborne eine Katastrophe, wenn er seine Abilities nicht mehr, also wenn das Headquarter weg ist, kann er die nicht mehr benutzen, die Abilities. Oder ist das nicht richtig angezeigt? Ich könnte meinen, wenn das weg ist, dann könnte die Abilities nicht mehr benutzen. Genau. Ist natürlich ein Problem für ihn, ne? War direkt geholt? Nee. Also ein Pio kann man immer von der Offmap holen. Jetzt hat er halt Airborne-Doktrin, ohne dass er sie benutzen könnte. Aber er hat zwei Wette-Rifles und hat ja alle Upgrades und der da oben sammelt gleich den nächsten Rifle. Und nebenbei, Map Control hat er ja wieder geholt. Also das sieht jetzt nicht schlecht aus für den Amerikaner. Also ich bin jetzt nicht sicher, dass das wirklich so episch war. Oh, da hat man einen Schuss. Nee, sah gar kaputt aus. Ist halt die Frage, was der PEler dafür investiert hat. Aber eigentlich hat er, glaube ich, nicht viel verloren, ne? Trotzdem, die Wett-2-Rifles sind ein bisschen fies für ihn. Also was er jetzt braucht, sind einfach nur solche Fahrzeuge, weil er hat ja nichts, womit er irgendeine AT bauen kann und kann auch keine Off-Map ziehen, ne? Frag mich nur, wo die eine Pack hin ist. Da ist die Pack. Das ist seine letzte AT. Drop Engineers gesagt, wäre AT. Warum hast du denn gedacht? Achso, von der anderen Seite. Hier, wo ist eigentlich der Engineer von dir?
Ja, aber war doch trotzdem richtig, die AT zu chargen, sonst hätte ich alles kaputt geschossen. Du hättest dich ja nur nicht mit mir aus dem G stellen müssen mit dem Infanterie-Halfback. Also es war schon richtig, ich hätte nur die Infanteristen hinter dem G ausladen müssen. Oder irgend sowas. Und er hat sie dann auch ausgeschaltet. Aber wahrscheinlich hat er da ein bisschen viel eingebüßt. Also Infanterie-Halfback ist wahrscheinlich gestorben, ich sehe es auch nicht mehr. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass die eine Pack, die da jetzt auf dem Feld ist, mit den Sticky-Freunden zusammen, ne? Dass der Wirbelwind da nicht viel machen kann. Heal und Reinforcements an der Front. Marder haben nichts zu tun. Ja, aber schickt ihn doch in die Base, die Marder hier, falls er das repariert, wie er es auch gerade macht. Du weißt doch, wo die Pack ist. Und wenn die Pack dann runterfährt, kannst du mit dem Wirbelwind von hinten kommen. Hä? Warum macht das nicht? Mit denen einfach hier rechts runterfahren und dann mit Wirbelwind flanken gehen, wenn die Pack sich in die falsche Richtung gerät. Hat er einen falschen Jäger von hinten geholt? Also in jedem Fall kann es nicht sein, dass er links Wirbelwind und rechts zwei Marder hat und alle nichts machen. Das kann nicht sein, ne? Also da muss schon irgendwie. Also eine Gruppe von beiden muss arbeiten. Und nicht aufteilen. Warum teilst du den jetzt auf? Nicht sicher, warum der Marder jetzt nach links fährt. Ist die Hecke zerstören, damit du das kaputt machen kannst? Wäre auch eine Option. Sieht aber nicht so aus. Also er sollte das nicht mit der Base ignorieren, finde ich, weil ne, wenn das Headquarter wieder steht, dann gibt es ein Problem. Also es ist ja mehr als das, ist ja ne, nicht nur kein Dings, keine Abilities, er hat ja auch seine Dings in Half gecuttet, sein Einkommen für Manpower. Also je länger das Spiel jetzt geht, desto besser schneidet er ab, unter der Prämisse, dass das nicht repariert wird, das Teil. Und er hat ja die Möglichkeit, die Reparatur zu verhindern, aber er macht es nicht. Ich weiß nicht, was er mit dem Mardern denkt, dass er da oben erreichen will. Also die Pack, es ist eine Pack, es kann keine zweite sein. So. Warum hat er jetzt drei Fahrzeuge, die sich von einer Pack in Schach halten lassen? Das verstehe ich nicht. Tut dann gemütlich das Zeug wegräumen. Er ignoriert das einfach. Also das ist halt doppeltes Einkommen für den und Abilities. Und er hat die ja noch, die Munden und alles, nur um die zu benutzen. Also der PEler, der tut sich da gerade ein eigenes Grab schaufeln, ja, mit einer riesen Schippe, mit einem Wackelschaufel, links da, Schaufler macht er das. Traktor, nicht, wie heißt das Ding? Wackelschaufler, Wackelschaufel? Wie heißen die Dinger? Schaufelbagger. So, jetzt aber, Mann, ne? Also der ist auf jeden Fall, also dass er das da unten ignoriert, der helle Wahnsinn, der helle Wahnsinn. Und er macht ja nichts mit den Fahrzeugen, nichts, ja, hat er nur dieses eine Gebäude gerade kaputt gemacht, und selbst dafür hat er nicht drei Fahrzeuge gebraucht. Also, der PEler ist sich wahrscheinlich zu siegessicher gerade. Weiß nicht, ob er jetzt trollt, die Freundin anruft, dass sie einen Kaffee gekocht hat, aber das geht so nicht. Da kriegt er jetzt bitterböse ein Comeback von dem Amerikaner gleich vorgesetzt. Und er hat ja schon zwei Wet Rifles. Das ist auch so ein Punkt, den sollte man nicht ignorieren. Sturmgewehre ausgeben, eigentlich sehr unbeliebt. Also, die Leute sagen, ich habe selber noch nicht getestet, wenn ihr die Sturmgewehre ausgegeben habt, dass ihr dann nicht mehr, wenn ihr dann aus der Deckung schießt, dass sie dann bleiben die ganze Zeit sichtbar. Ansonsten gehen die wieder unsichtbar, 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 ne? Und deswegen geben die Leute das Sturmgewehr nicht aus. Er hat es jetzt ausgegeben. Aber ich weiß nicht, ob das damit nicht auch geht. Wahrscheinlich aber nicht, weil es einfach zu viel feuert. Jetzt fährt er runter, hat sich da hardcore Zeit gelassen. Ja, da geht der T4 jetzt hoch. Hat sich alle Zeit der Welt gelassen. Hallo. Wo ist der Ostwind? Hacker, okay. Ja, die Pack, die kam wirklich zum richtigen Zeitpunkt, aber man kann auch sagen, da war halt nichts auf der anderen Seite und er wollte den T4 beschützen. Also ich weiß nicht. Ah, der hat noch eine zweite Pack. Wann kam die denn? Hä? Oh, hä? Sie verbuggt? Wo kam die denn her? Wann und wie und wo hat er den geholt? Der hat wahrscheinlich eben abgeworfen. Ach, die hat er wahrscheinlich eben in dem Kommentar gemeint. Aber die scheint verbuggt zu sein, oder? Weil die ja in die falsche Richtung guckt. Ja, aber das war kein Hack. Also der wollte seinen T4 beschützen. Aber die Pack, die scheint verbuggt zu sein. Die hängt da fest, oder? Das ist eine Airborne-Pack von den Jungs her. Also die wurde abgeworfen. Die wurde, ist auch eine Airborne-Pack, aber die wurde bemannt neu. Und da sind da jetzt normale Rifles dran. Nicht verbuggt. Hä? Hat er sie vielleicht gerade eben abgeworfen, als er das Ding fertig gebaut hat? Ich habe es noch nicht gesehen. Kann ja eigentlich nur so rum sein, ne? Ja, also ich glaube nicht, dass das ein Hack war, der wollte das T4 beschützen. Und die Fahrzeuge machen ja auch nichts. Und immer wenn die was machen, die Bedrohung wäre nur hier unten gewesen an der Base. Also, und da bin ich ja schon auf der Seite des Amerikaners, dass das Sinn gemacht hat, die da hinzustellen. Da muss man, glaube ich, den Gegner nicht als Hacker beschimpfen.
Aber im Eifer des Gefechts kann das natürlich erstmal komisch aussehen. Ah, ach, ach da. Ja, für mich ist die Sache jetzt klar. Der Fehler hat das Spiel verloren. Ja, der erste ist schon tot. Alles klar. Er hat ja aufgelöst. Aber 8-8er ist immer Niederlage. Immer. Auch für den PEler. Letting run. Aber nicht so episch. Trotzdem drei Fallschläge kosten auch was. Ja, der PEler geht jetzt massiv hier am Boden auf. Dann sind schon Wert 2. Ne? Die kriegen jeden Moment ihren Wert 3 wahrscheinlich auch. Die gehen jetzt einfach ums Headquarter drumherum. Es gibt sogar einen Fug, das gibt einen Fug und einen Wert 2 Fug. Ja, also die ne, jetzt hat er seinen Wert 3. Also die Fugverteilung hier ist sehr, sehr gut. Was machen die beiden da? Ja, der im Haus hinkriegt mich, ne? Also ich würde ja sagen, dass Amerikaner ein episches Comeback hier feiert und das ist es ja auch technisch gesehen. Aber es ist halt wirklich zu 100% von Revo selber gebaut, ne? Weil er einfach, was wird das hier gerade? Weil er einfach, jetzt sind wir beide gefuckt. Weil er das da unten einfach ignoriert hat zu lange und zwar halt nicht notwendig. Aber es ist natürlich trotzdem Lob verdient von Song, dass er nicht aufgegeben hat und die Base zugrunde gerichtet wurde. Trotzdem, jetzt mehrere Fuchs, hat er natürlich extrem viele Ressourcen verloren als, ne, ich weiß nicht, wie viele Minuten der das Headquarter nicht hatte. Es sind ja hunderte von Manpower, die gefehlt haben. Das dürft ihr auf gar keinen Fall unterschätzen. Und er hat ja eigentlich kein Gebäude, um Truppen zu bauen. Also muss mit dem arbeiten, was er hat, ja. Kann aber jetzt immer mehr von dem Zeugs abwerfen zur Not. Und Revo hat natürlich die gesamte Map. Also wenn man jetzt sagt, dass er wirklich der beste PEler der Welt ist, wenn du nicht viel Einkommen, dann sollte der dadurch auch einen Vorteil haben, ne? In der normalen Welt. Gotcha. Ja, der Wirbelwind, ich glaube nicht, dass er zu seiner vollen Entfaltung genutzt wird. Obwohl das hier links gerade ein nicer Fight war, aber jetzt auch direkt zurückziehen müssen, die Amerikaner. Immer gucken, dass der auf das Fahrzeug schießt, wenn es geht. Die schießen immer auf die nächste Einheit erst. Und das dann der hier. Da treffen die aber häufig nichts. Ja, Siegpunkte gibt es noch nicht in Größenstress. Also noch hat er Zeit, alles zu machen, was er möchte. Er sucht nochmal den T4 durchzuquetschen. Das ist die Frage vom Treibstoff her, was er da rausholen will. Was ist wieder kaputt, okay. Also klar, wenn er das abwirft, kriegt er ja auch welchen, aber also T4. Naja, also da sind ja eigentlich zwei Marder auf dem Feld, ne, und er hat eine Pack erobert. Also ist die Frage, wenn der Gegner wirklich so übermäßig AT inzwischen hat, ob das notwendig ist. Und niemals Tellamin in den Lauf werfen, das ist immer falsch, immer. Weil die einfach, ne, die werden hier auf die Luft geflügt, die werden jetzt unsichtbar, kurz nachdem sie am Boden sind. Und da schmeißt man die niemals in die Gruppe rein. Eigentlich hätte ein Spieler wie Revo das locker wissen müssen, dass das ein Fehler war. Ich weiß nicht, warum man sie da reingeworfen hat, das hat eigentlich keinen Sinn gemacht. Vielleicht gepanikt oder so, vielleicht Account gehackt, gehört einem anderen, ein Spiel für ihn. Aber also diese Butterflies niemals in die Armee schmeißen. Genau, also T4, ne, hat auch richtig abgebrochen. Ich sehe auch nicht, wofür jetzt noch. Gegner hat ja AT. Und die AT vom Gegner kann er mit Pax und Airborne zur Not kontern. Also ein Schirm, da müsste man erstmal die AT aus dem Weg räumen vom Gegner. Gerade eben die Pack ist halt sehr unangenehm. Immer das bauen, wo man den Gegner am besten mit kontert. Und wenn der Gegner halt an die Tank hat, wurde kein Tank. Jetzt hat er hier fast 300 Treibstoff. Weiß nicht, hat er schon vergeben? Ich sehe das immer noch nicht in den Dingis. Die Menge der Fässer, glaube ich, ne, die es anzeigt. Aber er hat ja nicht die größte Armee, also viel Unterhalt ist ja eh nicht drin. Mutterschaden. Boah, wie viel Schaden die machen, ne? Frontal. Und weg ist er. Ja, es macht das Upgrade. Guckt sich die Base an. Ihr könnt euch überlegen, dass man hier vielleicht hier unten jetzt Butterflies hinpackt und so, ne? Zum Heal gehen oder was holen wollen. Ist ja im Rückzug, werden die oft zur Explosion gebracht, aber das wäre trotzdem so eine Idee. Genau, jetzt macht er das, was ich eben meinte, ne? Einfach mal reingehen und dann eben gucken, dass man irgendwas kaputt macht. Boah, hämmern die rein. Genau, jetzt kommen hier die Butterflies. Und es kann sein, dass er, wenn er Glück hat, den Fug damit. Hat er nicht. Aber das wäre halt so eine Option, die man hat. Der sind so unsichtbar.
Also die Gruppe hat sich wahrscheinlich jetzt nicht gelohnt. Wahrscheinlich könnt ihr auch einfach Bodenangriff machen und ein paar räumen. Also jetzt muss er in einem Kreis laufen, hat den Heal ja vor Ort. Dann kann er die clearen. Gibt man einen Soldaten ein Pflaster in die Hand. Warum hast du denn da eine 8-8er gebaut? Also ich denke, die Idee ist, um damit Pucks zu bekämpfen, ne? Aber da müssen die Pucks auch schon sehr weit in die Mitte kommen, damit die damit bekämpft werden. Und die Frage ist halt, also braucht er das? Das kostet ja ein Vermögen, das Ding, und macht nur was, wenn wirklich eine Pack kommt. Wenn er wirklich ein Packproblem hat, kann er einfach einen neuen Fallschirmjäger da reinschicken oder Sturmgewehrtrupp. Das hätte ja genauso funktioniert, ist aber flexibler zu benutzen als dieses stationäre Scheißding, ne? Manchmal bauen die es auch, weil die hoffen, dass sie ein Flugzeug abknallen von der Airborne. Das passiert auch manchmal, oft bringt das aber gar nichts. Also von daher halte ich da nichts von. Wir können es ja gleich mal angucken, ob die Packs aufräumen, aber ich sehe da nichts. Ich hätte immer noch Angst vor dem ominären, vor dem T4, der nie kommt. Genau, das ist die Pack hier links, da kann ich nicht hinschießen. Jetzt würde sich ein Sturmgewehr wünschen, was da reinläuft. Also ich hätte zumindest versucht, aggressiver zu bauen und dann auch die Hecken eingerissen, mit die Schussradius hat. Aber da oben echt? Er will ja die Packs auf, ja, sieht man, einfach ausschreiben im G43, super easy peasy. Er will die halt einfach auf Distanz halten, damit er hier oben verteidigen kann an den Siegpunkten, an dem und dem mit dem Wirbelwind, ne? Er will das über zwei Siegpunkte nach Hause holen und jetzt sicher spielen, glaube ich. Also dafür, dass der Amerikaner die Base verloren hat, 100 Fuchs gefühlt hatte, nie Einkommen hatte und so weiter, ist halt das Safe zu spielen irgendwie ein bisschen komisch. Also normal spielt man sowas ja nicht safe, ne? Man beendet das. Aber naja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, die Idee, warum er die gebaut hat, dass er das safe spielen will. Mal gucken, dass kein Strafing Run kommt. Also Strafing Run. Ah, ich hab's wieder vergessen. Ist es jetzt pro Squad-Anzahl oder pro Men, die wirklich auf dem Feld sind? Und Fuck. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, pro Men ist das, nicht pro Squad. Früher war es, glaube ich, pro Squad, oder? Jetzt macht das nochmal. Der macht das, glaube ich, aber auch nur zum Fake inzwischen, oder? Weil er weiß, dass er beobachtet wird. Also er sieht das Fahrzeug ja nicht. Aber er kann ja da vermuten, dass das hier irgendwo rumkorkt. Obwohl das er sich auch mal kappen könnte. Aber ne, der bricht das wahrscheinlich gleich wieder ab, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, die 8-8er hat er, glaube ich, noch nie gesehen. Es sei denn, eben mal auf ein Dings geschossen, auf ein Flugzeug. Aber habe ich, glaube ich, hat Clans mehr gespielt seitdem. Aber wenn er das jetzt fertig baut, das wird ihm nicht weiterhelfen, ne? Gegner hat halt Pack, Marder und 8-8er. Okay, er baut es wirklich fertig. Aber wenn er die jetzt sieht, die 8-8er, dann braucht er ja keine. Was denn? Der Flammenwerfer oder was? Also ich hatte sie gesehen. Ihr sollt ja keinen Panzer mehr bauen. Half-Life. Reißt er wieder den aggressiv ab. Der holt sich jetzt die gesamte AT des AT-Healers oder wie? Bis auf die Marder. Also erstmal den und dann den. Also der Flammenwerfer ist fleißig dabei. Kinder, da macht ihr was mit. Nachladen. Ja, 8-8er, ne? Also mein absolutes Lieblingsgerät im gesamten Spiel. Es kommt direkt nach dem Ranger aus meiner Sicht, ne? Direkt nach dem Ranger. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich das Duell verloren hätte, wenn er nicht in Fahrzeug gekommen. Panzerwagen. So, T4 ist wieder weg. Da stapelt sich da langsam. Jum, Rennmaschine. Worauf schießt du? Auf die Pack? Ja, auf die Pack, oder? Keine Sicht mehr. Doch. Könnte meine hätte nochmal geschossen. Aber der 8-8 war, ne, egal ob Wehrmacht oder Panzerelite, also ich. Das ist echt, das ist der helle Wahnsinn, ja? Der helle Wahnsinn. So wie jeder heutzutage irgendwie ein iPad braucht oder so, so ein Scheiß, ne? Da reicht ja nicht normales Handy, braucht man überhaupt ein Handy. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo man ohne Handy gelebt hat. Ja, schwer vorstellbar, aber ne, da, wenn ihr telefonieren wolltet, seid ihr in die Telefonzelle gegangen und selbst das war eigentlich nie notwendig. Das ist wirklich easy peasy gewesen. Da braucht ja nicht jeder einen kleinen Minicomputer, der unnötig teuer ist, weil er eben weiß angemalt ist oder so. Und naja, aber auf jeden Fall 8-8er-Hype, ne? Keine Ahnung warum. Das muss er doch jetzt gesehen haben, oder? Das Beiseiteschieben der Boxen.
Ja, also das hat er mit Sicherheit gesehen. Die Boxen haben sich ja bewegt. Da war es nicht schwer zu raten, dass da ein Kettenkratz sein muss. Schreib jetzt nicht wieder Heck. Am besten fährst du einfach nicht durch die Boxen in der Zukunft. Ja, der sucht den jetzt, ist ja klar, ne? Also Scoutfahren geht sicher anders. Butterflies? Ist einmal im Kreis gefahren. Man hört ihn, glaube ich, ne? Ja, man hört ihn. Sniper, gute Decision. Ja, die wissen beide, dass sie beides wissen. Das Ding ist halt, er hat aber damals kurzfristig verraten, dass das Kettenkraz auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite mehr steht, ne? Deswegen der Pio jetzt auch nach links geht. Weiß nicht, ob Revo hier das Maximale aus der PE gerade rausholt, dass er dem Gegner halt Informationen gibt, geheimdienstmäßiger Natur. Und er hat ja eigentlich gar keinen Boden mehr. Dann die Fallschirmjäger. Ist ja halt brutal, wenn dann Strafing ran runtergeht, ne? Dass gleich so ein Dritter dazu kommt. Also da würde ich nicht in einer Linie stehen bleiben. Würde ich wirklich nicht machen. Ich würde wirklich in der Bewegung bleiben, wenn sowas. Ist natürlich auch ein bisschen geraten, aber drei Squads in der roten Deckung liegen zu haben, wenn der Gegner airborne ist, das kann böse enden. Ganz still da oben. What the? Wer das nicht kennt, das ist ein Hotchkiss-Panzer, dem könnt ihr eine Kanone geben, damit der relativ gute Werte für die Billigkanone hat. So, glaube ich, ein französischer Panzer auch, ne? Und er könnte ihm diese Stuka-Raketen geben, die er hat. Genau, Hotch, da lacht er auch, weil die spielt eigentlich keiner. Tatsächlich sind die gar nicht so viel schlechter als die Stuka zu Fuß, weil stellt euch vor, die sind eigentlich, also die haben zwei Raketen weniger als die Stuka zu Fuß. Dafür kosten die aber 50 Munden weniger. Also, und da sind die Preis-Leistung immer noch gut, wenn es um Raketen geht. Sie sind total schnell und mobil. Sie können tatsächlich mit der verbesserten Kanone fast alles vernichten, was denen zu nahe kommt, auch wenn die nichts aushalten. Und sie können eben schnell an die Front oder wegfahren. Was sie nicht können, ist Dickies einstecken, weil sie keine Lebenspunkte haben. Ja? Das ist das Einzige, was sie jetzt nicht konnten. Never mind. Aber sind keine schlechte Einheit. Also keiner spielt die, keiner mag die, aber ich fand die nie schlecht. Preis-Leistung sind die sicher solide. Da kann man eine Menge mit anstellen mit den Dingern. Die vier Raketen haben halt einfach nicht diese Superwirkung, die eben die sechs Raketen haben. Aber Preis-Leistung sind die identisch, also dann kauft ihr halt ein paar mehr. Und dafür habt ihr eben hinten eine mobile Truppe, die auch mal den Trupp durchläuft oder so kalt machen kann. T4. Er muss früher oder später mal das Ding kappen, aber ist ja easy peasy möglich. Der 8-8, der macht ja nichts. Also einfach smoken, reingehen, fertig. Bin noch nicht davon überzeugt, dass das sein musste. Alle sagen, Hellcat muss ja sein. Das spielen die alle, war mein Turnier damals auch so. Ich muss ja halt wieder sagen, wenn der Gegner einen Knubbel AT hat, ne, in dem Falle drei verschiedene im Moment, wenn er keinen Panzer baut, hat er drei Einheiten weniger, die spielen. Das klang nach Smoke. Genau, und jetzt wieder kappen. Ob der Wert 3 das machen muss, weiß ich jetzt nicht. Ist recht, wenn der Gegner Stuka zu Fuß hat. Also da hätte ich eventuell einen anderen Trupp zum Kappen geschickt, aber von der Grundidee ist das genau richtig sonst. Und gekappt. Gut verteidigt, 8-8er. Sehr gut. Nimm doch den Rückwärtsgang! Oh, den Half-Life hätte er sich schenken können, hätte man einen Rückwärtsgang benutzt. Immer wieder frage ich mich, warum die das bei COH2 eingeführt haben. Knopf für den Rückwärtsgang. Und immer wieder kriege ich die Erklärung geliefert. Aber ich verstehe das nicht, Mann. Geht das schon wieder los? Ich würde dem Gegner wirklich seinen T4 lassen, wenn ich so viel AT hätte wie der PEler. Alle Ressourcen, die der hier reinschiebt, kann er halt kontern. Ja, es fehlt halt hier die 8-8er, damit er hier kämpfen kann. Gut, also klar, wenn dann Amut K jetzt frontal gegen M10, gegen M18 da tanken lässt, das geht natürlich nicht, ne? Hätte ich es auch von abgeraten, hätte ich einfach weiterfahren können. Aber naja, gut, da lag auch noch eine Packers nebenbei. Ja, die Hotkeys waren eben auf Cooldown, denke ich mal.
Also der Vorteil der Hotchkiss ist halt die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr sowas ausschalten wollt, müsst ihr halt so nah ranfahren wie möglich und dann die Raketen abfeuern, ne? Nicht auf Max Range. Weil sonst habt ihr einfach so eine Gießkanne, die nichts macht. Hat einen dritten Hotchkiss gebaut. Aber du musst halt mit halt an die Front, wenn die mal was treffen sollen. Bin sicher gerade, wovon die reden. Von der Hecke oder so. Die Punkte sind immer nur noch 76 über. Also der Amerikaner, der muss langsam Druck hier ausüben. Boah, 400 Munden, ne? Der wartet nur auf den Augenblick, wo es weh tut. So lange, bis er es vielleicht vergisst, der PLer. Könnte nochmal einen Striking an der Base versuchen, um den zu gucken da. Geringe Wahrscheinlichkeit, außer uns da nochmal, ne? Aber wäre ein eventuell ein Versuch wert, weil der hat ja die Mund. So, jetzt laufen die da rein. Jetzt hier, Bombing Run. Das war, glaube ich, der M18er da ausgeschaltet. Da war irgendein Flugzeug gerade. Hab nicht gesehen, was er gemacht hat. Was ist ein Bombing Run? Nee. Die liegen dichter beisammen, ne? Genau. Also der Erfolg der Einheiten ist jetzt von der Infanterie abhängig. Da ist halt jetzt, ne, kein Panzer da oben. Und deswegen ist er auch erfolgreich. Ist halt zu viel AT. Der wird drei jetzt hinter sich. Den kann er hinterherfahren, weil sie nicht treffen sollten. Den würde ich schon hinterherfahren. Lass doch nicht in T3 hinkommen, hast du? Oh. Ist doch völlig egal, was da oben ist. Zumal die Infanterie das auch allein geschafft hätte. Oh, und jetzt kommt hier der Bombing Run. Hier stehen die alle auf dem Bombing Run. Oh, ich kann gar nicht hingucken. Um Gottes Willen. Meine Herren. Also statt den Wett 3 zu fucken, hat er sich jetzt die eigenen Einheiten fucken lassen, weil er zusammengestellt hat. Was spielst du denn da? Also ich hätte das mit dem Wett 3 Fuck vorgezogen, glaube ich. What? Ja, also der PLer, der weiß auch nicht, was da gerade passiert mit dem, aber der ist völlig raus, habe ich das Gefühl. Also ich denke, dass der Amerikaner das locker jetzt gewonnen hat. Hätte den T3 jetzt gefuckt, nicht so viele Einheiten selber da verloren, dann hätte ich noch gesagt, ist alles möglich. Ist jetzt eigentlich immer noch, ne? Hat man ja am Amerikaner eben gesehen, dass alles möglich ist zu jedem Zeitpunkt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schlecht für ihn aus derzeit. Hat der gerade eine Einheit gefuckt damit? Ich weiß gar nicht, welche Einheiten eben gestorben sind. War das ein Gren und ein Fallschirmjäger oder so? Aber ist ja klar, ne? Wenn ihr euch zusammenstellt mit Gerät und Infanterie, kommt der Bombing Run. Also das ist kein Rocket Science. Sonst hätte die 8-8er mit der Pack einfach gesniped. So viel zur Hardcounter-Geschichte. Die war halt zu sehr beschädigt, um zurückzuballern. Die 8-8er auf jeden Fall. War teuer, hat nichts gemacht, wurde verloren und dazu geführt, dass seine eigene Armee gefuckt wurde, weil sie geknubbelt hat drumherum. Also die 8-8er hat wirklich ohne jeden Zweifel das Spiel sehr hart mitentschieden. Ja, vielleicht nur nicht so, wie der PLer sich das vorgestellt hat. Aber genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht nicht genau so, aber auf jeden Fall im Umfang. Pack. Ja, der Amerikaner ist jetzt fertig. Also er hat ja alles, was er will. Im Grunde genommen kann der PLer nur noch aufgeben an der Stelle. Hätte halt jetzt eine funktionierende 8-8er irgendwo, würde wahrscheinlich trotzdem sterben, wenn es drei Packs sind. Aber theoretisch könnte es funktionieren gegen, ne, wenn die nacheinander kommen oder so. Und die sind ja auch angeschlagen, jetzt ein Treffer ist das Ding tot. Ja, die Streuung ist ein bisschen episch und trotzdem hat die Pack ausgeschaltet. Ich bin immer noch ein Freund von der Idee, dass man zumindest so nach Hand fährt, wie man kann. Hier wäre ja nicht gefährlicher gewesen, um die Streuung zu reduzieren. Mortar wird 1. Also hat er auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht, ne? Der Song. Die meisten würden ja nach so einem Headquarter-Verlust eher aufgeben oder trollen, aber er nicht. Hast du hier irgendwann mal einen Sniper gebaut? Willst du nochmal einen T4 nachbauen?
gehabt da langsam. Hat er wirklich am Anfang nur alle Fuchs kassiert, dann die Gebäude eingerissen bekommen, ne? Dann weniger Einkommen gehabt, also nichts hat funktioniert, der Gegner hat noch die Pack geklaut. Und dann hat der PLA die 8-8er dahingestellt, dann war das Spiel vorbei. Das ist die grobe Zusammenfassung wahrscheinlich, aber also ich glaube wirklich, dass Revo das hier sehr hart, selbstständig aus der Hand gegeben hat. Ich hätte wirklich damit auch gerechnet, dass der Gegner halt aufgibt oder trollt und hat dann auch nicht mehr richtig gespielt, kann natürlich sein. Aber da gibt es natürlich keine Entschuldigung für, ne? Dann muss man trotzdem, muss man halt durch. Wenn man das Spiel nicht beendet, muss man mit dem leben, was man dann gemacht hat. Ja. Willst du nicht lieber einen Pack vorschicken? Er will jetzt wirklich gucken, ob er duellieren kann. Ja, das ist ein Wett 3, geht wahrscheinlich sogar. Würde ich normal nicht empfehlen, aber mit dem Wett 3 geht alles. Die Sticky wäre sein Tod gewesen, aber deswegen hat er Speed an. Trotzdem, er ist jetzt gleich tot, gleich ist der Speed aus, dann gibt es einen Motorschaden auf Long Range und dann ist hinter sich. Oder da kommt jemand von der Seite mit einer Sticky. Da hätte ich zum Beispiel keine Sticky gebraucht, der wäre auch so gestorben. Und Wett 1. Ja, auf jeden Fall herrliches Comeback vom Song. Und der hat jetzt auch gewonnen. Ne? Also ich sehe da wirklich immer noch nicht, auch ich weiß nicht, wie lange die es noch vorantreiben wollen, aber ich sehe da nicht viele Möglichkeiten. Der hat ja unendlich Ressourcen, der kann ja die ganze Zeit einfach alles anklicken, was er möchte. Hotchkiss. Ja, da sieht man schon, episch viele Kills. Ne? Also da war mindestens eine Pack bei, einem 18 und 11 Tote. Obwohl die 11 Toten, glaube ich, auf der Pack sein können. Ich bin nicht sicher, wie das dann zählt. Also man sollte den Hotchkiss nicht unterschätzen. Also ich denke auch wirklich, vor allem weil der auch relativ früh kommen kann, ne? Und halt diese Mobilität vor allem hat. Das ist eine mobile Artillerie. Ich meine wirklich mobil, ja. Der ist ja mobiler als der M8 schon. Den er übrigens ausschalten kann, wenn er in die Kanone gibt. Und jetzt auf Short Range. Na, geht doch mal. Nicht auf was er schießt, aber auf dem Gear oder so wahrscheinlich. Ja. Aber man sieht schon, die Streuung ist ein ganzes Stück geringer. Also relativ. Jetzt im Rückwärtsgang und tot, genau. Stopp. Nur noch zwei Mann über. Jetzt mal ein Stück zurück. Und wenn sie jetzt zurück, die kann hinterherfahren. Also unterschätzt nicht den Hotchkiss, ne? Nein, hätte ich getroffen. Noch einen Schritt zurück. Nicht auf die Sticky warten. Und jetzt hinterherfahren. Ist noch ein Mann. Jetzt versucht doch bitte mal ein Wett 3 zu fucken. Das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich heute einen toten Wett 3 weglaufen sehe. Das ist das dritte Mal, dass er nicht hinterherläuft. Ja? Mutterschaden hin und her, der kam ja auch später. Also, jetzt hat er ihn schon wieder entkommen lassen. Also, der Killerinstinkt, der könnte ein bisschen ausgeprägter sein bei der PE. Gerade Wett 3 sind spielentscheidende Einheiten. Die muss man einfach fucken. Was wird das denn hier? Pushen mit der Pack? Das war eine Panzerfaust von ihm. Wollte die Wett wahrscheinlich. Also wie man Wett 30 nicht gucken können lassen wollen will oder wie das Wort dann heißt. Also ich weiß es nicht, Mann. Also wenn ich Wett 3 sehe, sehe ich sofort rot. Ne? Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Jetzt hat er doch sag mal seinen Schirm gebaut. Da ist auch keine echte AT mehr auf dem Feld, oder? Nur noch dieser eine Marder. Gar nicht sicher, ob ein Schirm einen Marder besiegt. Im Runden wird dann sicher nicht. Gut geraten. Aber was haben wir noch sonst hinfahren damit? Und du? Also die Combo Marder mit dem Kettengrad kann natürlich ermöglichen, ne, da ein paar Schüsse abzugeben, bevor der zurückschießt. Wir sind sehr Long Range, da würde ich mir jetzt nur einen super Glückstreffer erhoffen. Und nicht mal sicher, wohin er schießt. In den Rückzug. Ja, also da sieht man schon, Streuung ist ein bisschen größer gewesen. Hätte sich auch hier hinstellen können, wo er steht, und dann den Mortar einfach auslöschen. Trotzdem, also der hat schon ganz ordentliche Zahlen für den Hotchkiss. Kann auch die Kanone ausgeben und dann den Schirm so ein paar Potshots geben, immer wenn er irgendwie im Duell ist oder nicht hinguckt. Pio kümmert sich also jetzt um seine Schirmenarmee. Pela kommt minimal zurück. Ich glaube nicht.
vermute mal, dass Revo wirklich im Trainingsmodus hier ist, dass er einfach Sachen ausprobieren will, wie den Hotkiss eben. Bisschen Spaß haben halt. Obwohl er nur nicht rechtfertigt, in Wert 3 nicht töten zu wollen, aber mal gucken, was er noch macht. Kabam. Naja, also wäre der Wert 3 jetzt nicht hier, würden die das locker gewinnen gegen den Schirm, denke ich mal. Man kann damit, glaube ich, auch den umrunden. Man ist tatsächlich schneller, als der Turm sich dreht, wenn ich richtig erinnere. Das ist kein Szenario, was so häufig vorkommt. Nächste Schirm, das ist einer zu viel. Er hat noch einen Marder rechts, aber... Oh, wobei der gerade mit dem Schirm nach rechts geht. Oh, der hat gleich hinter sich. Ich weiß nicht, ob das ein Steuerungsproblem ist, weil er hätte ja viel früher wegfahren können. Er hat ihn ja gesehen von Weitem. Bleibt er wieder stehen? Warum bleibst du nicht mal stehen mit dem? Fahr doch einfach weg! Und warum fährst du jetzt nach links? Was machst du denn da? Schießt doch den Schirm ab! Wo fährt der hin? Warum schießt du denn nicht den Schirm ab? Wo fährt der denn hin? Angst gehabt davor vielleicht? Weiß nicht. Und in Sicherheit, aber Sicherheit ist da auch nicht. Da schmeißt er die Sticky über die Hecke. Hm. Na gut. Ihr hättet es auch einfach über die Hecke machen können. Aber egal. Flugzeug. Strafing Run. Lebt noch. Bei der Reparatur nehmen die halt mehr Schaden von sowas, ne? Er hat gehofft, dass er die alle fuckt damit. Aber so ein einzelner Mann, ne? Die Kappen ja zum Proben Mann reparieren. Das ist natürlich auch nicht so viel. Was denn? Kann ich tatsächlich umrunden, aber ich hatte auch einen Eindruck, er hat ihn nicht aufgestellt. Ne? Da hat er so einen weißen Kreis drum, dann dreht er sich schneller. Weiß nicht, ob der auf Cooldown war, aber ich wüsste nicht, warum er auf Cooldown sein sollte. Er hat ja eben nicht angehabt. Jetzt hier, Panzergranaten haben sie nicht, gibt nicht. Ja, jetzt haben die Schirms geklappt, aber halt nur, ne, weil die AT auch ein bisschen ausgedünnt war. Tja, passiert da noch irgendwas, oder? Wert 2. Hat er das Hauptquartier eben ausgeschaltet. Da könnte eine Panzerfaust von so einem Dude auch helfen, um das kaputt zu machen. Ganz schön schnell, der Marder! Schnell! Manchmal ist die Straße doch epischer, als man denkt. Ja, immer noch keinen Motorschaden, ne? Da kommt er jetzt raus? Fragezeichen. Panzerfaust? Der kommt da wirklich raus, der Schirm. Dreh dich doch nicht! Was stimmt mit dem Rückwärtsgang nicht bei den Leuten? Warum ist das so schwer, den Rückwärtsgang zu benutzen? Wenn ich das sogar schaffe. Jeder weiß, wie ich klicke. Das müssen die doch auch hinkriegen. Na gut. So, nur wegen der Panzerfaust, ne? Ist aber jetzt in der Base. Ich messe keinen Motorschaden, hat ist aber auch sehr glücklich in dem Zustand, ne? Sehr, sehr glücklich. Der wäre schon nicht unwichtig gewesen, der Motorschaden. Geil wäre gewesen, wenn der jetzt in der letzte Butterfly gelaufen wäre, gefahren wäre, dann bam. Reparatur, der macht den jetzt einfach wieder ganz. Aber der hätte wirklich tot sein dürfen und rechts wegen. Siegpunkte ticken immer noch runter. Inzwischen hat der Amerikaner mehr als der PEler. Wir haben auch ein amerikanisches PE-Gewehr. Ja, das war jetzt richtig formuliert, glaube ich. Ja, ansonsten ruhig hier oben. Also es ist vielleicht wirklich ein Comeback. Ich denke mal, also wieder der Weg 3 Funk hätte immer geholfen, ohne jede Frage. Und der Schirm hätte jetzt auch sterben müssen. Vielleicht wäre das sogar fast ein Comeback geworden. Aber ich denke immer noch, dass der Amerikaner hier, man sieht ja die Ressourcen, extrem gut dabei gewesen wäre, auch trotz dieser Sachen. Aber es hätte natürlich massiv geholfen, dass er eine Chance hat, der Revo. Flugzeug. Bam, 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 bam. Was war das? Bombing Run? Ja,
Ich habe schon mal ein Flugzeug gehabt, das wurde abgeschossen und ist in meine zwei Schirms gekracht, hatte ich vernichtet. Das war ein tolles Spiel danach. Das war richtig klasse. Also ein abgestürztes Flugzeug kann schon sehr ungemütlich werden. Hat er gleich vier liegen? Hä? Ja, war ein lustiges Spiel auf jeden Fall. So, Doppelpanther hat er geholt. Das heißt, der Schirm könnte jetzt nur rechts wegen tot sein. Ist die Frage, wie viel Support da jetzt ist, ne? Also, da kommt ein bisschen Sticky drauf, dann schießen die Packs rein, den ich kontern kann, und zwei Schirme. Ich glaube, die Panther werden keinen guten Tag da haben. Das ist der Motorschaden. Naja, die Pack, ne? Also, gerade wenn man einfach einen Pack auf Bedarf abwirft bei Airborne, schon eine nette Sache. Und jetzt kommen mal die ganzen Stickies hier nochmal rein, und der hat wieder eh schon einen Motorschaden. Siegpunkt ist auf 44 runter, 3 Siegpunkte tickt also jetzt auch ein bisschen rekordmäßig. Also, der Amerikaner muss ja nichts mehr machen, außer ihn jetzt hier so ein bisschen beschäftigen. Das PEMG ist halt störend dabei. Hoffentlich stört das nicht bis Ende. Ich hätte gerne ein Foto davon. Und ist Sticky. Der Sticky, den jetzt zu Tode. Der stinkt dem Panzerpiloten sicher auch gleich. Wortwitz. Er hat auch Motorschaden. 23 sehen wir uns vorbei. Ja, also schön gespielt von dem Songspieler. Wieder hinten ist nicht eine Top 100 eben gefunden. Vielleicht hat er auch einfach einen Smurf-Account, kann ja durchaus sein, ne? Irgendein bekannter Spieler. Der falsche mir gerade in die Ketten gesprungen, okay. Auf jeden Fall eine schöne Runde gewesen. Ich weiß halt nicht, ob wie weit Rebo jetzt wirklich getrollt hat bei der Runde oder am Schluss üben wollte. Da waren schon mal komische Moves bei, ne? Den Hotchkiss, den späten, den baut zum Beispiel ja keiner, ne? Aber trotzdem Kompliment an den Amerikaner, dass er nicht frühzeitig aufgegeben hat. Das ist, denke ich, schon eine schöne Sache. In Summe auf jeden Fall wieder Airborne, also Luftwaffe, zu früh bei dem PELA gespielt, finde ich persönlich. Und dann die A8er natürlich Riesenkatastrophe. Das wäre so mein Ding gewesen. So, das PEMG. Dann musstest du das jetzt abbauen? War das notwendig? Da macht dir was mit. Obwohl das Prakt da auch nett aussieht, ne? Das schwebt so ein bisschen. Der hat die Ketten halt irgendwie im Gehäuse oder wie man das nennt. Also das PEMG oder lieber den neuen Panzer der Panzerelite? Ich mache Letzteres. Ich brauche einen schönen Fotowinkel. Mit dem Blatt da links, das sieht nett aus. Alles klar, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.